Hi Leute, sucht ihr noch nach einem Hundenapf für unterwegs? Hier bekommt ihr gezeigt, wie ihr einen ganz einfach selbst basteln könnt. Hierfür benötigst du ein Wachstuch ohne Weichmacher, eine Tauchschnur, eine Holzperle, eine Heißklebepistole, eine Lochzange und eine Schere. Zuerst schneidest du dir das Wachstuch zurecht. Stanzt jetzt Löcher in das Wachstuch, damit die Schnur hindurch passt. Damit das Tuch besser zusammenhält, verstärke es mit Kleber. Fädel nun die Schnur einmal durch die Löcher durch. Nur noch einmal an der Schnur ziehen und schon ist dein Napf fertig.